Die Rosensorte Veilchenblau, eine Rambler-Rose, wurde von Hermann Kiese gezüchtet und von Johann Christoph Schmidt 1909 eingeführt. Der Rosenzüchter Hermann Kiese war bis 1904 bei Schmidt in Erfurt angestellt. Die blaue Farbe im Sortennamen Veilchenblau bezieht sich auf die dunkle, purpurviolette bis lavendelfarbene, leicht gefüllte, bis zu 3,5 cm große, duftende Einzelblüte, die in der Mitte ein helles Auge hat. Die Blüten erscheinen im Frühsommer, Juni bis Juli und stehen in lockeren Büscheln zu 10 bis 30. Die Blüten sind als Knospe anfangs rötlich-violett, blühen dunkelblau auf und verblassen besonders bei Hitze zu lilagrau. Sie sitzen lange an der Pflanze, sodass die Farbschattierungen gleichzeitig vorkommen. Im Herbst entwickeln sich 5 bis 7 mm kleine orangefarbene Hagebutten. Veilchenblau ist eine Kreuzung aus Crimson Rambler und Erinnerung an Bord. Sie ist eine robuste Rose, die gut klettert und auch im Halbschatten gedeiht. Ihre hellen, fast stachellosen Triebe tragen hellgrünes Laub und werden bis zu 5 Meter lang. Die Sorte lässt sich leicht aus Stecklingen vermehren und wurde auch als Unterlage bei der Veredelung verwendet. Veilchenblau ist winterhart bis minus 29 Grad. 1924 entstand aus Veilchenblau ein Sämling mit stärkerer Färbung, die etwas stärker gefüllte Sorte Rose Marie Vio. Weitere Abkömmlinge mit violettroter Färbung vom Anfang des 20. Jahrhunderts sind Violett, Donau, Schloss Friedenstein und Mosel.